Ich denke, dass wir von Anfang an einen richtigen Zugriff gefunden haben, haben die Zweikämpfe angenommen, so wie wir uns das vorgenommen haben, wie der Trainer auch nochmal daran erinnert hat, dass wir ja, über die Zweikämpfe dann ins Spiel kommen, uns die Chancen dann erarbeiten und ja, ich denke, im Großen und Ganzen verdienter Sieg. Wir hatten natürlich Mittwoch ein Spiel in Braunschweig, gewinnen da 2-0, relativ souverän, muss man sagen, wollten darauf aufbauen und ja, liegen, glaube ich, nach 10 Minuten circa im Rückstand mit 1-0. Hat uns jetzt, wirft uns eigentlich nicht um, weil wir es schon ein paar Mal in der Saison gedreht haben. Aber ja, kriegen dann zweite Halbzeit noch zwei Dinger rein. Ja, ein super Ball von Jordi von der rechten Seite. Wechselt die Seite. Ich habe gut Platz. Ja, nehme ihn ganz gut mit beim ersten und treffe ihn dann, denke ich, ganz gut. Und dann ja, schlägt er rechte Seite ein. Und dann, ja, natürlich 2-0. Was ein ganz, ganz wichtiges Tor für uns war, denke ich, weil wir, ja, das 1-0, so ein Tor kann man immer kriegen, vor allem gegen Lübeck. Ja, wir waren dann auch noch in Überzahl, was ich denke, uns auch groß in die Karten gespielt hat. Und ja, das 3-0, was Linus dann überragend rausholt, beziehungsweise wo er den Ball wieder gewinnt, ihn reinspielt, Felix ihn dann eiskalt reinmacht. Super. Wenn wir heute irgendwie bei euch ein Tor schießen, geht es vielleicht auch in eine andere Richtung, weil wir dann, sag ich mal, noch selbstbewusster vielleicht werden, auch, sag ich mal, in unseren Aktionen auch zielstrebiger. So ging das natürlich genau nach hinten los und ja, wir haben es über die Partie dann nicht geschafft, den Bock irgendwie umzustoßen. Und ja, dann mit bei 3-0 und mit einem Mann weniger hatten wir auch keine Möglichkeiten, jetzt hier noch großartig was zu drehen, leider. Ich glaube, weil wir halt über die Zweikämpfe wirklich gut reingekommen sind. Wir haben jeden Zweikampf gut angenommen, von hinten von der Viererkette raus, übers Mittelfeld, vorne Sini, der viele Bälle festgemacht hat, viele Bälle verlängert hat. Ja gut, der Innenverteidiger war halt vorbelastet, das wussten wir. Linus im 1 gegen 1, für mich auch ein klares Foul. Und ich glaube, ja, die rote Karte ist dann in Ordnung. Zum Teil spielen wir Dienstag, Donnerstag, Samstag. Das ist, glaube ich, nicht ohne. Ich habe selber noch nicht mitgemacht, weil so eine Situation hatte ich auch noch nicht gehabt. Ja, es wird viel Kopfsache sein. Also, ob man sich das jetzt einredet oder nicht, ist unglücklich. Die Spiele sind halt sehr eng getaktet und wir haben einen breiten Kader, kann sich jeder beweisen für einen neuen Vertrag, wie auch immer, für einen neuen Verein. Aber da werden wir alle hochmotiviert in die Spiele gehen. Fortsetzen, was wir heute gemacht haben, daran anknüpfen, ganz klar. Ja, wird kein leichtes Spiel, ne? Kein Spiel ist leicht. Eutin im Hinspiel 1-1 gespielt, bin ich der Meinung, bei denen. Auch ein schweres Spiel gewesen, war auch ein Abendspiel, Samstagabend bin ich der Meinung. Und ja, wird wieder ein Kampfspiel auf jeden Fall und wollen wir ganz klar wieder als Sieger vom Platz gehen.